2020 ist ein spezielles Jahr. Im November geht Deutschland in den zweiten Lockdown, um der Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2, dem Coronavirus, entgegenzuwirken. Viele Firmen gehen in Kurzarbeit, Läden und Kulturstätten sind geschlossen, Menschen können sich nicht mehr treffen und ein Zweig scheint dabei übersehen zu werden: das Kino. Wie alle Freizeitaktivitäten müssen auch die Kinos ihre Pforten zeitweilig schließen. Filme werden teilweise bis 2023 verschoben oder starten erst gar nicht mehr auf der großen Leinwand. Für diese Reportage haben wir uns mit verschiedenen Menschen unterhalten, deren Leben stark mit dem Kino verbunden ist. Dabei sind auch wir plötzlich darauf angewiesen, aus der Ferne zu arbeiten. Also im Schnitt arbeiten wir so mit 25% in der Theaterleitung. Der operative Bereich, also alles, denen Sie im Kino begegnen, die sind zu 100% auf Kurzarbeit. Ja, es gab immer wieder diese Konkurrenten des Kinos, aber kein Konkurrent war so schlimm wie die Exklusivität, die jetzt weggenommen wird in Kinos. Würdest du es gerne in Prozent wissen? Ich würde sagen, 50% ist weg. Für mich ist das schon ein großes Desaster, dass ich nicht ins Kino gehen kann, weil das ein Bestandteil nicht nur meines Berufs, sondern meines Lebens ist. Wir, das sind Jan Welsch und Wolfgang Hermannsdörfer, studieren Medienwissenschaft an der Universität Bayreuth und wären ohne die Krise wahrscheinlich bereits fertig. Da wir mitten im Dreh dieser Reportage auch in den Lockdown mussten, können auch wir leider nur noch räumlich getrennt arbeiten. Ja, deshalb entschuldigt, wenn es weniger fancy aussehende Aufnahmen gibt. Anfang Dezember hat Warner Brothers, eine der weltweit größten Produktionsfirmen für Kinofilme, bekannt gegeben, dass sie 2021 all ihre veröffentlichten Filme gleichzeitig im Kino und auf ihrer hauseigenen Streaming-Plattform HBO Max veröffentlichen wollen. Dass es gar keinen zeitlichen Unterschied mehr zwischen Kino und Streaming gibt, ist ein herber Schlag für die Kinoindustrie und letztendlich auch der Corona-Krise geschuldet. HBO Max ist übrigens in Deutschland noch nicht verfügbar, weswegen auch noch nicht ganz bekannt ist, inwieweit sich das Ganze auf den deutschen Kinomarkt auswirkt. Genau zu diesem Thema hat Marco Riesch einen Kommentar auf Twitter veröffentlicht. In diesem sagt er, dass es in der Geschichte schon viele Hiobsbotschaften für das Kino gab und diese das Kino noch nie verdrängen konnten. Auch jetzt sei das der Fall. Marco Riesch ist das Gesicht des YouTube-Kanals Nerdkultur und teilt mit seinen etwa 170.000 Abonnenten regelmäßig Essays über aktuelle Themen rund ums Kino, Serien und Gaming. Mach ich jetzt noch die Klappe zu. Wir hatten intern mal einen Vortrag von einem Uni-Professor. Ich glaube, es war Cambridge. Und der hat mich auf diese Idee gebracht, dass die Annahme, dass Streaming und Kino Konkurrenten sind, grundsätzlich falsch ist. Es gibt ein sehr gängiges Gegenargument. Ja, es gab immer wieder diese Konkurrenten des Kinos, aber kein Konkurrent war so schlimm wie die Exklusivität, die jetzt weggenommen wird in Kinos. Früher gab es Sachen, die nur im Kino liefen. Oder es gab keinen Ton im Kino und im Radio gab es eben Ton. Oder Fernsehen lässt sich von zu Hause aus gucken. Jeder einzelne Schritt, der als Konkurrenz des Kinos angesehen wurde, bleibt bis heute ein starker Konkurrent. Aber wir wissen aus der heutigen Perspektive, ja, ist auch so gar nicht so schlimm, dass du zu Hause gucken kannst. Der Fernseher ist am Ende nicht das gleiche wie eine Leinwand. Wir wissen das. Eines meiner Hauptargumente in meinem Text war ja das Social Event. Kino ist ein Social Event. Ich gehe nicht einfach nur ins Kino, um einen Film zu gucken. Ich gehe ins Kino, um mit bestimmten Leuten einen bestimmten Film zu gucken. Aber der Film ist in dieser Kette das Austauschbarste. Das trifft ja auch bei uns zu. Bevor die Kinos geschlossen waren, da waren wir auch oft als größere Gruppe in der Sneak Preview, da weiß man auch nie, was läuft. Und wie er schon sagt, in dieser ganzen Kette war der Film das Austauschbarste. Ja, und es wird ja sicherlich auch nicht nur uns so gehen, dass wir zu Hause Netflix und Co. haben und dann trotzdem ins Kino gehen. Und was ändert sich eigentlich für die Personen, die als KritikerInnen arbeiten und die solche Events rund um das Kino veranstalten? Robert Hofmann ist einer der bekanntesten deutschen Filmkritiker und macht auf seinem YouTube-Kanal zu fast jedem Film eine Kritik. Außerdem produziert er eine Videoreihe über die Hintergründe von Synchronarbeit und Kino und veranstaltet normalerweise die Social Movie Night, bei der ZuschauerInnen einen Film vor Kino-Release zusammen mit den Stars des Films im Kino schauen können. Wie wirkt sich denn die Corona-Krise auf deine Arbeit aus? Würdest du es gerne in Prozent wissen? Ich würde sagen, 50% ist weg. Wir sind in einem glücklichen Zustand, dass selbst 50% von dem, was wir vorher hatten,
für uns reichen, um gut zu leben. Das ist aber eine ganz, ganz seltene Situation. Dafür sind wir auch unglaublich dankbar. Bei YouTube irgendwie sind, würde ich sagen, 70-80% weniger Aufrufe, weil es einfach die Themen nicht gibt. Das ist extrem merklich spürbar. Es ist so, als wäre das ganze Jahr tote Hose. Das heißt, wir merken das sehr. Sind zum Glück nicht nur als einziges auf diesem Filmkritik-Standpunkt, sondern es gibt, wie auch noch gewöhnliche Influencer, noch andere Bereiche, die wir so ein bisschen tangieren und können zum Glück gut mit Geld haushalten, weswegen wir über die Runden kommen. Aber es ist ein Zwangsurlaub für uns auch. Und mit uns meine ich immer mich und meine Ehefrau, weil die macht den ganzen Part und Grafikdesign. Deswegen sage ich, das meine ich mit uns, wir sind nicht in die Firma geworden, aber wir, die Hofmanns. Du hast ja ab und an mal so dokumentarische Videos veröffentlicht, wie beispielsweise hier hinter dem Mikrofon die Reihe oder übers Kinekitter oder ähnliches. War da was geplant, was dann jetzt ja leider nicht stattfinden konnte, oder ist da was geplant oder geht es jetzt aktuell in der Situation um? Hinter dem Mikrofon zum Beispiel sollte unter anderem fortgesetzt werden mit einem sehr, also mit einem sinnvollen Partner tatsächlich, der sich dafür interessiert hat, aber das haben wir natürlich erstmal auf Eis gelegt. Auch die Kinoporträtreihe, wir waren ja einmal im Chinchita, wir waren in der Schweiz für Tinseltown den Kanal, sollte bei euch in Bayreuth tatsächlich. 4DX. Das Ding. Ja. Wollten wir eigentlich diesen Sommer machen. Natürlich haben wir alles erstmal geschoben und alle haben andere Sorgen. Und da hatten wir noch ein paar Themen, auch bei der, was Events angeht, hatten wir auch ein paar richtig große, coole Sachen geplant dieses Jahr. Aber es hatte sich alles schon im März, April erledigt. Deswegen ist es gerade witzig, wenn du fragst, das ist für mich ein Gefühl, so weites Zurückdenken. Ja, es waren einige Dinge geplant. Die werden dann 2021 oder 2022 folgen. Bis jetzt haben wir aber noch gar nicht über das wichtigste Thema gesprochen. Das Kino selbst. Wie geht es den Angestellten? Wird den Lichtspielhäusern finanziell geholfen oder folgt jetzt doch das große Kinosterben? Jetzt, wo sich alle Kinos mit den Maßnahmen auseinandergesetzt haben und für Sicherheit gesorgt haben, werden alle wieder geschlossen. Was wird denn nun aus den Kinos? Michael Thomas ist Geschäftsführer und Inhaber einiger Kinos der Cineplex-Familie. Eines davon ist das Kino in unserer Heimatstadt Bayreuth, in dem wir beide zusammen schon um die 100 Mal waren und das jetzt wie jedes andere Kino in Deutschland geschlossen ist. Wie sieht es denn da bei Ihren Angestellten aus im Kino? Also beschäftigen Sie oder können Sie sie derzeit beschäftigen und ja, wie? Ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir auf die Führungsebene blicken, die sind zum Großteil in Kurzarbeit, auch nicht alle, weil der Betrieb zum gewissen Maß auch weiterlaufen muss. Also die ganzen Anlagen müssen gewartet werden. Die Projektoren müssen einmal alle Woche zumindest rauf und runter gefahren werden. Die Klimaanlagen, die Haustechnik muss gewartet werden. Also dazu braucht es einen gewissen Einsatz. Also im Schnitt arbeiten wir so mit 25% in der Theaterleitung und ein bisschen Haustechnik und der operative Bereich, also alles, die Menschen, denen Sie im Kino begegnen, die sind so 100% auf Kurzarbeit. Wie sicher ist denn das Kino in Hinsicht auf das Virus? Wenn man mal davon absieht, dass was im Bereich des der Vorbereitung des Kinobesuchs steht, wo man tatsächlich Kontakte mit anderen Menschen hat, ist der Besuch im Kinosaal selber ja extrem sicher, weil die Leute im Grunde alle in die gleiche Richtung gucken, nicht kommunizieren. Wir haben hocheffiziente Klimaanlagen mit 100% Frischluftanteil, also falls sich da Aerosole bilden sollten, dann würden die 0,nix abgesaugt. Also ein sichereres Erlebnis als ein Kinobesuch kann man im öffentlichen Bereich kaum haben. Ist das wirklich so? Ist das Kino wirklich so sicher, auch wenn viele Menschen in einem geschlossenen Raum sind? Das lässt sich nicht ganz genau sagen. Das Hermann-Rietschel-Institut hat an der Technischen Universität Berlin eine Studie zur Aerosolkonzentration in Kinosälen durchgeführt. Ihre Ergebnisse verglichen sie mit denen eines Büros. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Aerosolkonzentration im Kinosaal deutlich niedriger ist als im referenziellen Büro, wenn die Infizierten nicht redeten. Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass die eingeatmete Aerosolmenge nach aktuellem wissenschaftlichen Stand keine Auskunft über die Sicherheit geben kann, da es noch immer unbekannte Faktoren wie die Überlebensfähigkeit des Virus in der Luft oder die benötigte Menge, um infiziert zu werden, gibt.
Eine weitere Studie, die von Celluloid Junkie durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass es weltweit keine einzige nachgewiesene Infektion in einem Kino gibt. Auch diese Studie sollte man mit Bedacht interpretieren. Nur weil es keine mit Sicherheit nachgewiesene Infektion im Kino gibt, heißt das nicht, dass sich niemand im Kino infiziert hat, sondern dass es einfach nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Dennoch lässt sich sagen, dass das Infektionsrisiko im Kino und das trotz Absetzen der Masken gerade im Vergleich mit anderen Alltagssituationen extrem gering ist. Wird es da eine Lücke geben, weil jetzt weniger produziert werden konnte? Oder gibt es vielleicht viel mehr Filme auf einmal eine Zeit lang, weil jetzt vieles also gestaut wurde? Also eine Lücke ist nicht zu erkennen, weil ja ganz viel aus 2020 nicht auf den Markt gebracht wurde. Also auch die deutschen Filme. Da ist ganz viel da, was unbedingt gezeigt werden will. Es wird keine Lücke entstehen. Das viel schwierigere Thema ist, kann in Deutschland eine gemeinsame Öffnung der Kinos wieder erfolgen, sodass die Verleiher auch Vertrauen haben, dass ihre Filme, wenn sie denn ins Kino gebracht werden, auch tatsächlich dann ausgewertet werden. Oder gibt es wieder so ein Ping-Pong mit Kino auf, Kino zu? Das schadet allen. Ja. Hier ist durchaus ein Problem. Im Sommer 2020 waren die Kinos wieder geöffnet und ausgerechnet Warner wagte sich mit dem Blockbuster Tenet wieder langsam hervor. Da Tenet aber 205 Millionen US-Dollar gekostet hat und man in der Branche immer davon spricht, dass sich ein Film erst bei doppeltem Einspielergebnis lohnt durch Werbeausgaben oder andere Abgaben, müsste Tenet natürlich 410 Millionen US-Dollar eingenommen haben, um sich überhaupt finanziell zu lohnen. Tenet hat aber lediglich ca. 363 Millionen US-Dollar einnehmen können und konnte somit also die Kosten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht decken. Das war natürlich auch ein deutliches Zeichen für die anderen Produktionsfirmen, die diesen Release sicherlich intensiv verfolgt haben. Michael Thomas kann das Studio auf der einen Seite verstehen. Diese hätten natürlich auch das Problem, dass die produzierte Ware aktuell im Kino nicht zu Geld gemacht werden könne. Auf der anderen Seite sei es für den Kinomarkt aber keine gute Entwicklung. Auch das Auswertungsfenster, also der Zeitraum zwischen Kinoveröffentlichung und Home Release, sei sehr stark unter Druck, wodurch Verhandlungen mit den Studios geführt werden müssen. Man versuche auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und es werde Veränderungen geben, die aber nicht zwingend schlecht für das Kino ausfallen können. Kino wird nicht verschwinden. Das denken wir uns bei der Recherche auch oft. Kino wird nicht verschwinden, weil das Kino als Kulturgut einfach viel zu wichtig ist. Die Frage nach dem Inhalt ist jedoch relativ offen. Wir haben oft gehört, dass Kino vielleicht gerade deswegen überlebt, weil es eben nicht um den Film geht, sondern um so viel mehr. Aber geht dann nicht auch der Film als Kunstwerk etwas verloren? Wolfgang M. Schmidt spricht in der Öffentlichkeit sehr häufig über solche Themen und verbindet meist Film mit der Philosophie. Er hat eine ganz andere Sicht auf das Medium als die meisten anderen. Ich merke natürlich auch, dass die Aufmerksamkeit für Filme eine sehr viel geringere ist. Sie haben an Bedeutung auch nochmal eingebüßt. Ich bin mir da sehr sicher, dass mit der Schließung der Kinos auch ein Bedeutungsverlust mit dem Film einhergeht. Filme sind in einem Maße vorhanden, wie sie das nie zuvor waren. Früher musste man vielleicht in den 70er, 80ern warten. Hoffentlich kommt er mal ins Fernsehen. Hoffentlich darf ich so lange aufbleiben, dass ich den Spätfilm noch sehen kann. Solche Fragen stellen sich alle nicht mehr. Und dennoch, glaube ich, ist der Film stark marginalisiert dadurch, dass ihm die Aufmerksamkeitskatalysatoren fehlen, die Kinos fehlen. Und zwar ist es ja natürlich ein Riesenunterschied, wie man einen Film wahrnimmt im Kino und zu Hause. Und klar hat man auch vor der Corona-Krise bereits zu Hause einige, also die meisten Filme wahrscheinlich sogar gesehen. Aber jetzt ist es ja wirklich zum Dauerzustand geworden gerade. Und denken Sie, dass das Einfluss hat auf das Sehverhalten der Menschen und dass dieser Entzug gerade vom Kino, dass das vielleicht sogar eine Art Abgewöhnung zur Folge haben könnte? Das könnte sein. Ich glaube, es geht ganz stark darum, wenn wir über das Kino sprechen, dass wir eine Ausschließlichkeit erleben. Wir sind in einem dunklen Saal und konzentrieren uns ganz auf die Leinwand und können auch nichts anderes machen. Wir dürfen nichts anderes machen. Das erlaubt die Konvention nicht. Und diese Konzentration, die lässt, glaube ich, nach. Und dass diese Ausschließlichkeit wegfällt, ist ein großes Problem. Mir persönlich fehlt dieses kinoeigene Sehverhalten. Ich werde mich dem nicht entwöhnen
Und ich freue mich wirklich sehr darauf, wenn die Kinos irgendwann wieder geöffnet sind. Ich will doch schwer hoffen, dass aufgrund der aktuellen Lage die Kinos finanziell nicht zugrunde gehen. Erhalten Sie denn vom Staat finanzielle Hilfe? Und wenn ja, wie ist die denn zwischen den Multiplexen und den kleineren Kinos aufgeteilt? Das ist wirklich ist eine sehr gute Frage. Je größer das Kino, desto ungünstiger. Das ist ein sehr kompliziertes Terrain. Das liegt an den sogenannten Beihilfevorschriften. Und diese Beihilfeleistungen, die sind bei einer bestimmten Höhe gedeckelt. Das heißt also, die gut gemeinten Bemühungen des Staates, die auch zum Beispiel jetzt in der November- oder Dezemberhilfe angekündigt wurden, die erreichen uns überhaupt nicht. Die fließen an uns vorbei, weil wir im Vorfeld die Hilfen, die wir erfahren haben, bereits den Rahmen des damals Genehmigten ausgeschöpft haben. Michael Thomas erzählt, dass sie die letzten Jahre gut gewirtschaftet haben und so diese Zeit wahrscheinlich überstehen werden. Aber es andere, kleinere Kinos gäbe, die jetzt ganz große Schwierigkeiten haben, diese Situation zu managen. Also da hat man beim Versuch, was Gutes zu machen, einfach nicht zu Ende gedacht. Also wir haben insgesamt das Gefühl, die Bürokratie ist vollkommen überfordert und auch die Gesetzgebung ist vollkommen überfordert mit dem Management dieser Situation. Diese Frage haben wir an Monika Grütters weitergeleitet. Sie ist Staatsministerin der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ihr Team antwortet schriftlich auf die Anfrage. Sie verweisen ebenfalls auf die November- und Dezemberhilfen sowie auf die Verlängerung der branchenübergreifenden Überbrückungshilfen bis Juni 2021, die zwischen dem Interview und der Antwort von Frau Grütters beschlossen wurde. Auch eine Erhöhung der monatlichen maximalen Förderbeträge von 50.000 auf 1,5 Millionen Euro seien jüngst beschlossen worden. Auf die Aussage, dass bei Deckelung der Hilfen kein Geld mehr für größere Kinos übrig bleibt, verweist Grütters Team auf die Verordnungen der Europäischen Union, wobei sich die Bundesregierung aber für eine Erhöhung der Grenzen einsetze. Wir wollten zudem wissen, was genau Frau Grütters direkt unternimmt, um die Kinos zu unterstützen. Diese habe den Kinoprogrammpreis 2020 vorgezogen, damit die Gewinner auf die 2 Millionen Euro schneller zugreifen konnten. Der Rest der Antwort war viel mehr über Initiativen der Politik selbst als über die Initiativen von Frau Grütters. Und auch wenn der Kinoprogrammpreis mehrere hundert Gewinner hat, ist und bleibt es ein Preis, bei dem auch Kinos durchrutschen. Es kann ja keine Gewinner ohne Verlierer geben, was diese Initiative als Hauptargument fraglich macht. Um das ganz klar zu sagen, die Kulturstaatssekretärin zeigt sich eigentlich hier als das, was ich sie immer gehalten habe, als Grüß August. Jetzt, wo eigentlich die große Stunde der Kulturpolitik schlagen müsste, dort sind die alle nicht da. Die können immer nur kommen, wenn Preise verliehen werden, wenn man schöne Fotos machen kann. Aber wo jetzt Krisenmanagement angesagt wäre, versagen sie auf ganzer Linie. Und das zeigt sich jetzt hier doch fundamental, dass man gerade die bestraft, die wahrscheinlich das beste Sicherheitskonzept, was Infektionsschutz anbelangt, hatten. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Kino wird nicht sterben. Und auch Personen, die rund um die Branche zu tun haben, können wenigstens Lichtstreifen am Horizont sehen. Es ist eine schwere Zeit für alle. Und die Regierung scheint ihre Maßnahmen gut zu meinen, aber nicht gut umzusetzen. Die Personen, mit denen wir gesprochen haben, kommen über die Runden, sind aber auch größtenteils bekannte Persönlichkeiten. Studien zeigen, dass das Kino unter der Einhaltung der Hygienemaßnahmen eine sehr, sehr geringe Gefahr darstellt und dass hauptsächlich der Weg ins Kino das Problem ist. Kino muss und wird sich verändern, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass das negatives Kino ist. Zum Schluss haben wir nochmal alle Protagonisten des Films gefragt, auf welchen Film sie sich am meisten freuen, wenn die Kinos wieder geöffnet haben. Meiner ist übrigens Wes Andersons The French Dispatch, der neue James Bond oder natürlich Dune von Denis Villeneuve. Och, den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ganz besonders auf Dune, auf dem habe ich richtig Bock. Und ich glaube auch Top Gun wird richtig geil. Ich freue mich am allermeisten auf James Bond. The Kingsman wahrscheinlich. Irgendwie kitzelt es am meisten bei dem Scarface Remake. Ha! Also ich war ja auch so ein Fan von dem Kaiserschmarrn-Drama, also von dem, der jetzt da kommt aus der Reihe. Dann gab es den Borndl-Kramer, der hätte kommen sollen. Solche Sachen, darauf stehe ich persönlich.